Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Herzlich willkommen zu Johnny Depp und das Verleumdungskarma. Hier, meine Lieben, erfahrt ihr die wahren Hintergründe. Kann in einem Wort erklärt werden, Karma. Da treffen sich zwei nicht zum ersten Mal. Die hatten ihre Konfrontation bereits in vergangenen Leben und da sind gewisse Dinge passiert, die eben nicht ausgelebt wurden. Irgendwelche Probleme, die karmisch nicht gelöst wurden. Da haben sich wieder zwei Feinde getroffen, meine Lieben. Ja, wenn das zwei Feinde waren, warum hat er sie dann überhaupt geheiratet? Da siegte wahrscheinlich Kundalini, die sexuelle Anziehung. And then Karma kicks in, würde der Amerikaner sagen. Dann kam das Karma. Und der Grund, warum sie trotzdem geheiratet haben, ist natürlich ein Restbestand dieser Lebensenergie, dieses Karma. Es war ja ein Prozess gegen den Schauspieler Johnny Depp. Man hat jetzt entschieden, dass Amber Heard verloren hat, beziehungsweise nicht ganz. Das heißt also, sie wird praktisch der Verleumdung für schuldig befunden. Haben die beiden sich in vergangenen Leben auch verleumdet? Hat der eine auch etwas über den anderen gesagt, was nicht stimmt? Es gibt diesen schönen Satz, meine lieben Gottesmühlen, malen langsam, aber triftig fein. So ist es mit Karma. Jedes kleine bisschen wird aufgearbeitet. Es gibt kein Entkommen. Und genauso ist ja diese Sache auch noch gar nicht entschieden. Im Augenblick sieht es so aus, oder hat man geurteilt, geschworenen, im Bundesstaat Virginia, hat bestätigt oder glaubt oder entscheidet, dass Amber Heard den Johnny Depp verleumdet hat. Aber sie geben auch der Amber Heard recht und behaupten, ein Ex-Anwalt von Depp hätte ihren Ruf geschädigt. Da blickt man langsam nicht mehr durch. Jetzt bekommt Johnny Depp von ihr 10 Millionen Dollar plus 5 Millionen Dollar. Und die letztere Summe wurde reduziert aufgrund irgendwelcher Regulierungen im Bundesstaat Virginia auf 350.000 Dollar. Das muss sie an Johnny Depp zahlen, bis jetzt. Aber die Jury hat auch der Amber Heard Schadensersatz zugesprochen. Und zwar in Höhe von 2 Millionen Dollar. Jetzt geht's Kopfrechnen los. Also letztendlich muss Heard dem Urteil zufolge 8,35 Millionen Dollar, das sind knapp 8 Millionen Euro, an Johnny Depp zahlen. Dass die Dame natürlich in Berufung geht, das versteht sich von selbst. Die Gerichte sind ja sehr pingelig, überall auf der Welt. Und das hat die Verkündung des Urteils verzögert, weil die Jury den von ihr als angemessen betrachteten Schadenersatz nicht auf dem entsprechenden Formular eingetragen hatte. Als ob Amber Heard geahnt hätte, dass sie verlieren wird, bis jetzt, kam sie ganz in Schwarz gekleidet. Da fällt mir mein Lied an, ich trag ein schwarzes Hemd, weil ich traurig bin. Das werdet ihr am Schluss hören. Sie kam in Begleitung ihrer Schwester. Der Johnny Depp ist gar nicht erst gekommen. Vor dem Gericht haben sich Fans versammelt, haben Johnny Johnny gerufen und vor ihr haben einige ausgespuckt. Naja, meine Lieben. Was mag da in vergangenen Leben geschehen sein? Und wenn dieses Karma nicht jetzt ausläuft oder aufgearbeitet wird, dann geht das immer so weiter, ganz egal, wie das Urteil ist. Das heißt, eigentlich könnten diese beiden lieben Menschen, wenn sie zunächst das Buch des Lichts studieren oder sich mein Video anschauen auf dem Internet, Reinkarnation in 7 Minuten erklärt zum Beispiel, könnten sie sich mal sachkundig machen und dann verstehen, dass nur sie zwei, kein Gericht, keine Jury, kein gar nichts, das Problem lösen können. Sie sollten sich in die Arme fallen. Sie sollten sich sagen, ich hab dich lieb. Verzeih mir, komm, lass uns alles vergessen. Dann wäre das Karma aufgelöst. Erst dann, meine Lieben, erst dann. Ganz egal, was alle Richter der Welt sagen. In den Abschlussplädoyers hat man nochmal
reingehauen in die Kerbe. Vor allem die Anwälte von Amber Heard. Und haben gesagt, da war sexueller Missbrauch, körperliche Gewalt, Lügen, Drogen, Exzesse und so weiter. Ja, das war natürlich auch ein Fehler, denn es hat sich wohl herausgestellt, dass das alles so nicht stimmte. Und das wird die Jury bewogen haben, das Urteil zu fällen. Man muss bedenken, dass Johnny Depp ja zunächst 50 Millionen Dollar, also etwa 46 Millionen Euro, gefordert hat. Schadenersatz. Da hat die Amber Heard gesagt, jetzt setze ich eins drauf. Und hat in der Gegenklage 100 Millionen Dollar verlangt. Und hat gesagt, Johnny Depps Ex-Anwalt Adam Waldman hat mit einer Schmutzkampagne meinem Ansehen geschadet. Und dem hat die Jury entsprochen, meine Lieben. Und hat gesagt, deshalb bekommt die Amber Heard 2 Millionen Dollar. Also bleibt, wie bereits erwähnt, etwas über 8 Millionen Dollar übrig, die sie an den Johnny Depp zahlen muss. Wenn er die kriegt, muss er von denen zwei zurückzahlen an die Amber Heard. Mann, ist das kompliziert. Und das Ganze geht ja schon seit Jahren, meine Lieben. Seit 2016 haben die geheiratet, gut, und waren 15 Monate verheiratet. Das ist ziemlich lang, sage ich euch. Wenn ich an Madonna denke, die hatte nachts geheiratet und sich am nächsten Morgen scheiden lassen. Er ist wahrscheinlich neben ihm aufgewacht, hat geguckt und gesagt, oh, na gut. Also der High Court, wie sich das so nennt, ich kenne mich da ein bisschen aus, ich war Zeuge im O.J. Simpson-Prozess. Da fragte der Anwalt den Wagenwäscher, der auch mein Wagenwäscher war, do you know Christian Anders? Und dieser Wagenwäscher, ein Franzose, der hat den weißen Kombi gesehen, als er meinen Wagen wusch. Jetzt, wie kommt mein Wagen zum O.J. Simpson? Ich habe gegenüber von Nicole gewohnt. Dorothy Connor Bundy, Brentwood. Und meine Frau damals, die führte unseren Dackel spazieren. Nein, Entschuldigung, jetzt habe ich was gesagt. Unseren Mops. Die hat als erste die Leiche, die zerstückelte, ja, entstellte Leiche von Nicole entdeckt. Genau gegenüber meinem Haus. Gut, also lassen wir das mal. Also der High Court hat die Klage abgewiesen von Amber Heard. Aber ihr seht, das ist noch so ein bisschen unentschieden. Sie sagt, es ist ein Rückschlag für andere Frauen. Ja, das kommt drauf an. Wenn sie wirklich misshandelt wurde, körperlich und so weiter, ist es ein Rückschlag. Wenn sie aber gelogen hat, ist natürlich auch ein Rückschlag. Muss man bedenken, ist auch ein Rückschlag. Denn das öffnet Tür und Tor für alle Frauen, die nur Geld kassieren wollen, behaupten, misshandelt worden oder vergewaltigt worden zu sein, und das stimmt gar nicht. Da gibt es einige Fälle, meine Lieben. Ich freue mich übrigens für Boris Becker. Der wurde jetzt in ein anderes Gefängnis verlegt, aber in Anführungszeichen, denn man sagt, dass die Zellen dort etwa sind wie Einzelzimmer in einem Billighotel. Naja, gönnen wir es dem Boris. Komm, lass den armen Kerl in Ruhe. Ja? Jetzt frage ich euch mal was. Vom Gefühl her, schaut mal nur meditativ auf das Problem. Was glaubt ihr? Ist das ein gerechtes Urteil? Liebe und Licht. Unsere Liebe war so schön. Wir wollten nie auseinandergehen. Du und ich, das war ideal. Doch dann mit einem Mal gingst du fort von mir. Ich trug ein schwarzes Hemd, weil ich traurig bin. Ein schwarzes Hemd, mein Leben ist ohne Sinn. Musst du wirklich so grausam sein? Komm zurück, lass mich nicht allein.
und Frau passen nicht zusammen. Hab ich irgendwo einmal gelesen? Wenn das wirklich so ist, warum kann ich dich dann nicht vergessen? Ich trage ein schwarzes Hemd, weil ich traurig bin. Ein schwarzes Hemd, mein Leben ist ohne Sinn. Musst du wirklich so grausam sein? Komm zurück, lass mich nicht allein. Schwarze Hemd.